Ja, herzlich willkommen zurück zu unserem Kanal Chaos Master. Wieder bei einer weiteren Folge World of Tanks Blitz. Ich bin mir relativ unschlüssig, weil ich habe ja jetzt hier den IS-8, habe bei dem jetzt knapp 70k, kann in freier Erfahrung auch so circa 52k freischalten. Dann hätte ich insgesamt so circa, also plus das, was ich jetzt immer noch habe, an freier Erfahrung, so circa 125 bis 130k auf diesem Tank. Auf dem anderen, beim T54, hätte ich in diesem Fall mehr, weil da habe ich irgendwas mit, ich glaube, 125k und dann, habe ich da etwas mit, das waren dann so circa 175k. Und da überlege ich mir jetzt halt noch, ob ich den IS-7 mir kaufen soll oder ob ich mir eben, wie gesagt, so wie ich es geplant hatte, den T62A kaufen soll. Könnt ihr ja mal reinschreiben, welchen Tank ihr lieber sehen wollt. Einfach mal reingucken und antworten. Und dann werde ich mich oder werde ich versuchen, diesen Tank zu kaufen. Und oh shit. Werde mich versuchen, in dieser Richtung noch weiter zu spielen und dann dort auch mal ein Let's Play starten zu können. Müsst ihr nur antworten und dann kann ich schon sofort loslegen mit diesem zu spielen. Ja, ich merke gerade, ich habe mich total verfahren hier. Glaube, ich werde zu Ferdinand gehen. Also fahren eher gesagt. Kommt zu mir. Ja, ist okay. Nichts sieht man da so dazu. Der trifft nicht, ist okay. Geht doch. Ja, da hat man gar keine Chance. Wenn man von drei Seiten angegriffen wird, und er macht einen tollen Job hier. Wie kann man eigentlich hier hoch? Ich glaube, dort lang. Anders kann ich mir das nicht erklären. Ja, so lang da runter. Also da diese Schräge hoch. Schon eine Leistung ist für einen Panzer. Egal, gehen wir einfach mal zurück in die Garage. Wie gesagt, T62A oder IS-7. Ich kann wirklich gesagt, also Vorteile, Schwächen und Vorteile, die sind eigentlich relativ ausgeglichen. Beim T62A, der hat ein bisschen weniger Panzerung, was heißt bisschen weniger, das ist schon ein bisschen mehr weniger Panzerung, während der IS-7 langsamer ist. Der IS-7 schießt schneller, braucht aber auch länger zum Nachzuladen. Und T62A ist schnell mit dem Nachladen. Ich würde bei, also für den T62A würde ich gefühlt oder circa 52.000, nee, 100.000 Erfahrung noch brauchen, diesen freizuschalten. Und bei dem IS-8 wären das mehr als
140, glaube ich. Gut, kommst du? Perfekt. Ich will nämlich nicht hier alleine losfahren. Das hier wäre natürlich dieser andere Kandidat. Der kostet aber 5000 mehr. Wie gesagt, das ist jetzt nicht so schlimm. Aber ich finde, der ist ein bisschen schneller als der T62A, hat aber eine weniger gute Panzerung. Ob der jetzt besser schießt oder weniger, weiß ich nicht. Deswegen müssen wir einfach jetzt mal hier schauen, was wir hier reißen können in dem Spiel. Ja, am besten, also wenn ihr Lust habt, könnt ihr euch auch gerne dieses Spiel hier runterladen und dann spielen. Und dann können wir zusammen in einem Zug dieses mitspielen. Auch gerne laut hier. Müsst ihr einfach nur sagen und dann starten wir schon durch. Geh weg. So. So ist schön. So mag ich das sehr. Geht doch nicht die ganze Zeit weg. Gott. Was? So. Egal, zwei Kills bis jetzt. Oh Gott. Ach du Scheiße. Ich verzieh mich hier. Ja, geschafft. Jetzt versuchen wir noch mal ein bisschen Schaden zu machen. Hat gerade geschossen. Wir haben sogar noch einen Kill gemacht. Nice. Also das war toll. Zum Glück. Also das ist auch wieder dieser Vorteil, die Schnelligkeit. Das ist ja schon ein guter Vorteil in so einem Match, wenn man gerade abhauen möchte. Da man genau weiß, dass ein Schuss einen den Tod bedeuten könnte. Ja, jetzt denken wir mal so, Schnelligkeit ist jetzt auch nicht so wichtig immer, ne? Lieber Damage und dafür ein bisschen mehr Rüstung und so. Aber manchmal hat es auch seine Vorteile, schneller fahren zu können als andere und dann auch in der Richtung besser agieren zu können. Spielen wir noch einmal dieses Game mit dem T54, um nochmal zu schauen, ob es sich wirklich lohnen könnte, diesen zu kaufen.
also den Turi 62A oder den IS-7. Es ist schwierig zu entscheiden. Ich mag beide sehr. IS-4, von dem halte ich nie so viel. Ja, also JGPZ E100 und E100 und Maus wären jetzt auch noch so Kandidaten, aber bei zwei diesen ausgesuchten Tanks, also den E100 und die Maus, bin ich noch relativ nicht so weit und... Oh Gott, oh Gott. Also, du kannst nicht so viel gehen. Und du, was machst du da eigentlich? Wie kam der hin? Na, wahrscheinlich hier so drüber über den Stein und dann da lang. Oder? Ja, so ungefähr wird das schon das gedacht haben. Ach Gott. Ach, da war der, das sehe ich jetzt erst. 103 ist auch so ein cooler Tank. Kommt der Typ. Der hat noch nicht mal die Top Gun. Ist ja ziemlich erbärmlich. Und schießt in die Luft. Schon. Der hat die Bandabrille gemacht. Ich glaube der JGPZ. Der J-Panther. Das rede ich hier. Ich denke mal, das Game sollte gewonnen sein. Wenn die jetzt nichts Fatales machen. Ja, der Leuchtturm. Als ob die da hinfahren wollen. Mann, schön die Base lieber. Bleibt schön drin. Also 103, also können wir ja nochmal drauf gehen auf ihn. Ich
finde, der ist auch eigentlich geil, auch mit dem Turm, der sieht so lustig aus, wie ein Alien. Ja, also generell sind ja die Reihe, oder ist ja die Reihe, oder sind die Amerikaner, sind Amerikaner, ja, ja, ausgelegt, so Alien-Köpfe zu machen. Und ja, und ich finde die, also die Form und so, sehr gut gemacht vom Design. Kann man einfach nur sagen, Hut ab, so wie die gemacht haben. Ist jetzt nicht. Ich habe schon den C32, den Vorgänger zu diesem M103, aber mit T32 zu spielen macht ehrlich gesagt keinen Spaß. Deswegen habe ich den eigentlich auch verkauft. Und ich versuche jetzt auch möglichst viel freie Erfahrungen zu machen. Was? 100% und einen Kill. Also alle gekillt. Ja, kann man machen, ne? Okay. Jo, das ist jetzt unser Kill gewesen. Was ist denn das? Ah, Scout. Die moin. Ja, mehr gegnerische Tanks habe ich gescoutet, also gespottet, aufgedeckt als andere. Wir müssen das Battle gewinnen und ja, man kann immer nur eins pro Spiel bekommen. Also insgesamt in einem Spiel kann nur ein Spieler diese Medaille bekommen. Die haben wir bekommen. Also, Hut ab, ne? Das freut mich natürlich. Ich habe jetzt hier, wie gesagt, die Waffe oder die Gun drauf vom T62A. Dann gibt es auch hier die Waffe vom Objekt 140. Nehmen. Ich finde die aber besser, weil die so ein bisschen angelegt ist auf ja, auf schwere Tanks, also so Heavy Tanks mit der Waffe hier vorne, so mit der jetzt Aufsetzer und vorne dann noch mal ein bisschen. Und ja, ich denke mal, also schreibt einfach mal in die Kommentare, was ihr davon haltet, T62A oder IS-8, wenn ich da, also IS-7 eher gesagt, welchen dieser beiden Tanks ich nehmen soll. Ich warte dann noch so lange und dann sehen wir uns das nächste Mal. Macht's gut.